Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo, heute ist Blutmond. Wie Bald. wäre heute? Morgen. Na, bald. Naja. Ja, Ich morgen ist mal. Blutmond. Also Spielzeit morgen. Wie wär's denn, wenn wir die Runde mal mit einem witzigen Witz beginnen? Der wäre. Pass auf, pass auf. Oh nee, jetzt geht's los. Wie unhöflich, dass Du du dich redest schon wie die wegdrehst. Blonde. Oh. Pass auf. Treffen sich zwei Eier, ne? Sagt das eine Ei. Mein Gott, bist du behaart. Sagt das andere Ei. Ich bin eine Kiwi. Der leere Blick. Okay. Ich gehe. Das ist mir zu hoch. Von einer Skala von 10 bis 12, ne? Wie gut fandest du den? Skala von 10 bis 12. Ja, damit du ihn nicht Was ist schlecht denn das für bewerten eine kannst. Skala? Ja, damit du ihn nicht schlecht bewerten kannst. Trotzdem 0. Was? Ja. Wir haben ein Okay. Problem mit diesen komischen Geschützdings da unten, ist mir aufgefallen. Welches Geschützding? Ja, hier das Schrottgeschütz, was ich da unten habe. Und Was zwar. ist damit? Ja, folgendes Problem. Wenn wir da oben stehen und die kommen die Brücke runter, dann sind wir zu weit oben und das geht erst an, wenn man dicht genug dran ist. Welches Geschütz So, nochmal? Hä? das, was hier unten an der Mauer steht. Ach, das ja. Genau, und das funktioniert leider, glaube ich, nicht, wenn wir da oben stehen. Da sind wir zu weit weg. Weiß ich nicht. Sch Aber wo ist denn hier schwierig, meine? sagst du, schwierig. Ich hätte noch eine Wo ist Idee, wo meine es hin Bombe? könnte. Weil so. Oh. Ich habe gar kein Holz. Hä? Weil so eine gravierenden Ach Fehler da. dürfen uns nicht kurz vor dem Blutmond passieren. Kacke, ich komme hier ja gar nicht mehr raus. Und jetzt? Ne, ich guck mal. Rein theoretisch komme ich da vom Dach hin. Das ist auch doof. Haben wir eigentlich Hallo gesagt? Ja, also ich schon. Du? Ja? Ja. Ich weiß nicht, wenn wir das hier in die Ecke stellen, ist ja auch doof, ne? Für uns. Was willst du in die Ecke stellen? Das Geschütz, wenn wir das hier, da wo wir auch schießen, in die Ecke stellen. Aber hier könnten wir den zumindest nachladen, ne? Wie weit geht denn hier der Lichtpunkt? Nein! Oh, der macht ja nicht viel Damage, ne? So vielleicht? Ich hoffe, der schießt ja nicht gegen die Gitter. Aber ich denke mal, da steht er erstmal zumindest besser. Die nächste Stufe ist Beton. Beton. Mischung? Mischer? Ah, Zementmischer heißt der. Ja, dafür brauchen wir einen Motor und den habe ich verschwendet, um Motorrad zu bauen. Aber ich könnte ja noch mal mich auf die weite Reise begeben.
Autos abbauen. Achso, und im Kommi wurde geschrieben, ob ich wohl jemals im Autokino den Hauptloot finden werde, der so offensichtlich platziert ist. Das wundert mich nicht, dass du das nicht siehst. Ich könnte ja mal hingucken. Wer hat denn das gesagt? Robert. Ja, der lacht sich bestimmt eins, ey. Wenn der dich jedes Mal sieht, wie du hier rumeierst. Ich glaube, der ruft sich die Haare aus, wenn er das sieht. Bestimmt so. Geh nochmal zum Autokino. Am anderen Ende denn so, du Idiot, das sieht man doch. Jetzt geh da hin. Du stehst mir schon wieder davor. Vorbeigelaufen, Herr Trottel. Er guckt es doch schon an. Warum lootet er es nicht? Voll fassungslos. Stimmt, geh doch mal hin zum Autokino. Ja, ich bin 71% infiziert. Und wir haben nichts, um mich zu heilen. Wir haben halt 3 Honig, aber die reichen nicht. Ich bin zu weit infiziert. Ich kann ja mal gucken, wenn ich zum Autokino fahre, komme ich an Bobs Café vorbei. Bei Bobs Café gab es, der muss tanken, ne? Da gab es einen Medizinschrank. Vielleicht sind da ja Antibiotika für mich drin. Und den Benzin. Nö. Wo ist der überhaupt gewesen? Der Flugzeug. Ich sehe nicht. Der Benzin ist doch in den Kisten drin. Ja. Was? Ich denke mal, 113 Liter werden ja wohl reichen, oder? Keine Ahnung. Was schluckt denn der auf 100? Da ging alles rein und das Ding... Never. Mit 113 Benzinkanistern hat das Ding 11% Tankfüllung. Du kriegst 11%. Du kriegst die Tür nicht zu. Nee, du schon. Ich nehme mal 3000 Benzin mit. Müssen wir halt mal Schiefer abbauen. Mist. Ich hab voll die geile Mofa. Kann der auch schnell fahren? Wo bist du denn? Hier hinten. Das ist irgendwie wie Fahrradfahren, nur dass du keine Ausdauer verlierst. Oh, jetzt bitte nicht in eins der Schlaglöcher fahren. Wo ist denn hier hinten? Ah, sie buddelt. Ach, Moment. Sieht aus wie so ein Tretroller. Das ist mega geil. Wie du die Landschaft hier verschönerst, direkt an unserer Basis, das gefällt mir. Ich habe jetzt schon 2% Sprit verjuckt. Wow. Wow, 180! Jasmin, das... Das solltest du sehen. Ich leg hier mega die geilen Stunts hin. Wenn ich sehen möchte, dann hätte ich geguckt, ja. Das Ding ist sowas von idyllisch. Könnte fast eine Simme sein. Nee, hier, ja. Wie heißt denn dieses Modell hier, womit Marco auch immer fährt? Monkey? Eine Monkey mit den kleinen Rädern? Keine Ahnung. Da fragst du mich, die sich damit ja so gut auskennt. Ja. Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nee. Kennst dich nur mit großen Maschinen aus, ne? Die Trecker. Hm. ich hab ein bisschen zu weit geskippt. Bob ist auch ziemlich hartnäckig, ne? Das ist so ein richtiger Workaholic. Wer? Na, Bob. Aus Bobs Café. Der kommt immer wieder zu seinem Arbeitsplatz zurück.
Antibiotika. Ich habe Kohle. Ich sammle so viel Kohle und ich werde nicht reich. Nö, nö. Oh, Jasmin, das sieht schlecht aus. Hier ist auch kein Medizinschrank. Das war ein Schlüsselkasten, was ich dachte. Oh Mann, ey. Ja, es tut mir leid. Aber im Autokino ist definitiv ein Medizinschrank gewesen. Na, geh mal gucken nach dem guten Blut. Ja, unbedingt. Ja, du. Ja, unbedingt. Ja, ich will nur vorher hier einmal schnell durchhuschen. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Jo. Dann werde ich mal richtig Biker-mäßig... Oh, warte. Ich hab das Dach vergessen. Oh, geil. Eine Dose. Zwei Stück sogar. Damit habe ich jetzt eine Dose mehr als du, Jasmin. Au, er hat mich gehittet. Diese Mau-Armkracher, ne? Die was? Aua! Was ist denn los hier? Mau-Armkracher, ne? Diese runden Dinger, diese Mau-Arm-Dinger da. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Auch Apfel. Und Apfel schmeckt. Apfelschluck früher, wo ich so kotzen musste von. Boah. Ja. Totengräbermod, geil, das kann auf meine Schaufel. Ah, ich muss es erst nehmen. Nehmen wir das jetzt mal mit. Was habe ich gemacht? Oh Gott. War denn? Ich hab meine Schaufel zum Reparieren ins Inventar gelegt und ich hatte gerade Angst gehabt, ich habe die falsche Taste gedrückt und sie zerlegt. Mal wieder, das wäre ja nichts Neues, ne? Nee, und das ist eine Stufe 5 Schaufel, das hätte mich richtig geärgert. So. Ich dachte, hier war auch so ein kleiner Medizinblut auf dem Dach. Wo habe ich mein... Oh. Brauche ich meine Harley? Harley vor allem. Ich bin ein richtiger Biker, bin ich hier, Jasmin. Du solltest mich sehen, wie ich hier sitze auf meiner Chopper. Ich gründe jetzt einen Charter. Und ich nenne mich Blaukorb MC. Blaukorb MC. Ja, ich habe so einen schicken blauen Einkaufskorb hinten auf dem Gepäckträger. Okay. Das Ding ist einfach so cool. Den richtigen Mantel als Rocker habe ich an, ne? Und mein Helm sieht auch fast aus wie ein Motorradhelm. Wir können dir. Meine Hupe ist halt die geilste. Ja. Da muss ich einen Krümmer drauf und Ritzel tauschen, damit das Ding mal ein bisschen Leistung hat. Okay. Absolut offensichtlicher Hauptloot. Wo kannst du sein? Auf dem Dach? Der ist bestimmt so offensichtlich, dass du ständig dran vorbeiläufst, weil du denkst, da ist nichts. Ich brauche noch einen Motor. Ich muss das Auto zerlegen. Nee, 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 Loot ist doch fast immer auf dem Dach. Keine Ahnung. Lacht sich bestimmt schon eins, wenn er die Folge sieht wieder. Es wäre voll geil, wenn er mich verarscht hätte. Ich fahre hier hin, suche alles ab. Glaube ich nicht. Suche alles ab. Und wenn er die Folge sieht, so. Ah, oh, das ist so nervig. Jetzt bin ich infiziert, habe ich keine Ausdauer. Motor habe ich auch nicht gekriegt, oder?
Nö. Ich hab Matschefüße. Du hast Matschefüße? Ja. Bin durch so ein totes Tier gelaufen. Ah, ich hätte jetzt mal nicht rennen sollen. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer, um das Auto abzubauen. Offensichtlicher Hauptblut. Yes, Motor. Oh, geil. Die Fahrt hat sich jetzt schon gelohnt. Und. Ein Schluck sibbeln. Bisschen Essen sibbeln hier. Ja, ja. So. Oh, 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 oh. Und eine Batterie habe ich auch noch gefunden. Hm. Könnte eine AA sein. AA? AA-Batterie. Vogel. Au! Verdammt. Was Gottes Willen. Du hättest mal sehen müssen, wie ich den Kolibri hier weggeschossen habe. Kolibri. Das war ja cool. Ah, weil die nichts wiegen, ne? Kolibri wiegt ja nur ein paar Gramm. Jasmin, wenn du da einen Kolibri hättest. Ja, da war echt ein Kolibri. Ein brauner. Genau. Ja, wenn ich's doch sage, Jasmin. Hat das nicht viel zu sagen. Wenn ich was sage, hat das nicht viel zu sagen? Mhm. Das sagst du aber nur einmal zu mir. Nein. Ach, ich wollte eigentlich nichts Süßes essen hier. Oh, das sind ja vier. Moin. Einmal recht freundlich, bitte. Oh, der war daneben. So. Pizzabote Sam und Holzfäller Michel. Der Zweikampf. Oh, ich hab keine Ausdauer. Da wurde ich glatt infiziert, Jasmin. Oh. Hey, bist du da eh schon? Ja. Macht nicht so viel aus, ne? Oh, ich hab hier noch, möchtest du... Batteriebank, was war denn das? Durchlesen? Oder kannst du lernen, wie dieser... Ja, aber was bringt der? Ich bring dir das mal mit. Wie hieß das? Batteriebank. Batteriebank. Ja, Durst, ey. Benutzt, um Strom für deine elektrischen Komponenten zu erzeugen. Im Tagebuchtipp findest du mehr Infos. Aber ich habe doch einen Generator. Wie mache ich nochmal das Tagebuch auf? Batterie. Hm. Keine Ahnung. Oh, ich habe wieder keine Dietriche dabei. Oh, Gottes Willen. Habe ich mich erschrocken. Hallo Michel! Und seine Freundin. Antibiotika. Hast du? Nö. Ich habe sie nur gerufen, damit sie kommen. Ja, ich hoffe, das Spiel funktioniert nach Sprachsteuerung.
Vielleicht im Candy Shop. Wir brauchen ja noch mehr Motoren, ne? Blei. Blei. Das wäre der Hammer. Meinst du, ich krieg mit Rechtsklick mehr raus als mit Linksklick? Wenn ich Sachen abbaue? Weiß nicht. Weiß nicht, ich hab keine Reparaturkit mehr mit, ne? Nein. Ich hab keine Ausdauer. Muss mal Kaffee trinken. Da war kein Motor drin. Ich hab keinen Kaffee dabei. Natürlich doof. Ja, aber ich habe Goldrutentee. Habe ich zweimal getrunken, weil ich optimistisch bin, dass ich hier noch Antibiotika finde. Und jetzt habe ich Kaffee. Können wir hier noch irgendwas lesen? Ich höre da was. Hier ist ein Hund, Jasmin. Ja, mach ihn kalt. Das ist aber so ein komischer Hund. Habe ich gemacht, wie du gesagt hast. Sein Besitzer ist damit nicht ganz konform. Und sein Freund auch nicht. Nee. Ich habe böse Musik. Kommt die jetzt alle nur durch die Tür? Au! Ich habe keine Ausdauer. Au! Hast du den guten Loot schon gefunden? Nein, au! Ich bin hier irgendwo, also ich hänge hier am Geländer fest. Jasmin, hilf mir! Hallo Schnalle. Ist dein Kopfhörer jetzt eigentlich wieder heile? Nee, wieso? Ich hab nur die, ich hab den Schaumstoff einfach nur zwischengeklemmt zwischen Kopf und Kopfhörer. Damit der einigermaßen sitzt. Aber ich hab schon neue bestellt. Ach, hast du schon neue bestellt? Ich wollte gerade sagen. Ja, musste ja, ne? Aber ich finde das auch ein bisschen frech. Das ist da rausgerutscht und du kannst das nicht wieder reinmachen. Also es, du kannst es reinpummeln, aber es ist ja auch nicht günstig gewesen. Nee. So lange hast du die ja noch gar nicht. Die Garantie ist gerade abgelaufen. Dann gehen die Sachen meistens kaputt. Finde ich auch ziemlich frech. Nee, und ich krieg's auch nicht wieder ran. Leider. Wieso gibt's denn hier keine... Ja, jetzt habe ich hier diese verdammte Truhe. Geil. Die kann ich dir mitbringen. Die brauchst du zum Buddeln. Eine Mod für deine Schaufel. Ja, die muss ich erstmal heile machen. Oh. Wieso ist denn hier... Hier war doch ein Medizinschrank. Lösen die sich auf, wenn man die... hier. Muss Gott. Einfach nur richtig auf. Jasmin, der bärtige Mann macht mir Angst. Was soll ich tun? Ruf die Polizei. Nee, ruf nicht die Polizei. Er ist gerade auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Doch, die Polizei, die spuckt dich an. Mich? Ja, stimmt. Die Polizei ist, den kannst du nicht trauen. Die spucken auf mich. Offensichtlicher Loot. Es kann nur auf dem Dach sein. Aber wenn der offensichtlich ist, dann muss man den ja jetzt schon sehen, nicht? Naja, also ich sag mal, ich bin ja unterwegs.
Hier ist halt auch noch ein Safe. Lederrüstung. Den Safe könnte ich ja öffnen, aber es dauert halt so lange, ne? Also ich würde das lieber mit Dietrichen machen, aber ich habe keine. Huhu. Ich komme mal zu dir, Liebes. Offensichtlicher Loot. Geil, hier ist sogar der Beamer. Eisen. Medizinschrank. Antibiotika. Ja, wie viel denn? Eine. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich habe mir die jetzt mal gegönnt. Bist du schon wieder infiziert? Nein. Okay. Ich müsste langsam was essen. Jetzt mein Dings einmal, meine Staufel einmal machen. Hier. Ich hatte eben so ganz kurz Musik so döden und dann war weg. Hier ist halt noch ein Generator. Wenn ich den abbaue, kriege ich da Motor. Der hat 10.000 HP, da kann ich genauso gut den Safe abbauen. Na komm mal. Den Safe? Hm? Oder die Truhe, die verschlossene? Beides. Ich kriege hier auch nur Eisen raus und das nicht mal viel. Es lohnt sich nicht. Ist abgeschlossen, war ich hier noch nie draußen. Eine Lampe. Die zeigt ins Loch mit der Kiste. Aber dann ist doch die Kiste der Hauptloot, oder? Weiß ich nicht. Hm. Da komme ich nicht hoch, ne? Ohne bauen. Jasmin, bitte. Ja, danke. Also weißt du. Was weiß ich denn? Hm. Okay, auf dem Dach ist nix. Vielleicht meint er wirklich die Kiste. Aber dann müsste ich die jetzt aufmachen. Ja, mach doch mal. Ey, da hocke ich wieder ewig bei, ne? Ja, und ein bisschen Zeit hast du noch. Die hat 10.000 HP. Ja? Boah. Okay. Warte, ich habe doch hier meinen geilen Hammer. Ich glaube, die Antibiotika haben nicht gerade. Doch, meine Infektion geht immer noch zurück. Oh, ich hoffe, ich war ja so hoch infiziert. Ich hoffe, das reicht auch. Mehr Ausdauer und Kaffee? Das wird wieder ein schwieriges Unterfangen, Jasmin. Ja. Ja. Ja.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass du weniger Krach machst. In der Hocke. Wie? Weniger Krach. In der Hocke, ja. Wenn du nach unten haust, dann hörst du das kaum. Mhm. Wenn ich nach oben hau? Geil. Geil, Jasmin, geil. Habe ich eigentlich Dietrich hier gefunden? Das wäre echt ärgerlich, wenn... Der haut zwar ordentlich auf mit dem Hammer, aber das frisst halt mega viel Ausdauer. Ja. Yeah. Was machst du? Bist du noch am Buddeln? Jo. Ich hab was richtig Geiles für deine Schaufel. Halt die Hoffnung, dass man hier was Geiles findet oder so. Ich bin im Autokino. Ich meine nicht dich. Oh. 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 Schlösser knacken. Weiß man ja nicht, ne? Ob hier irgendwas verbuddelt ist. Hä, hey, da geht's voll tief runter. Schlösser knacken wie ein Profi. Der Tunnel hier. Weißt du, eigentlich brauche ich auch so eine befestigte Truhe für zu Hause. Da kann denn der Ironman-Helm rein, den ich drucke. Gott, ja. Weißt du, was geil wäre? Das Visier, also die Faceplate von Iron Man, die ist ja Gold, ne? Wenn man die nicht lackieren würde, sondern mit Blattgold, dann polieren. So 23-karätiges Blattgold, dann polieren. Aber ich glaube, das wird zu teuer. Aber es wäre geil. Muss ich zugeben. Jetzt drehst du frei, oder? Wieso? Meinst du, das ist zu viel? Nee, gar nicht. Ich habe auch schon geguckt, was ein IDF kostet mit 40 Kilo Schub. Mhm. Kleiner Tipp, falls du raten willst. Ich kann es mir nicht leisten. Ja, hab ich mir schon gedacht. Liegen bleibt ein Traum. Die Platinen selber, die kriegst du hinterhergeschmissen, ne? Zum Programmieren. Mittlerweile. Die kosten echt gar nichts. Die ganze Kabellage, Batterien, alles kriegst du günstig. Aber so eine blöde Turbine, die muss natürlich wieder Geld kosten. Wird ja sonst jeder fliegen. Dabei brauche ich ja nur 8. Ne, warte, 41, ich brauche 4. Kannst du nicht selber eine bauen? Tatsächlich könnte ich. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Rotorblätter aus dem 3D-Drucker der Leistung standhalten. Hier ist eine Schatzkarte drin. Ausprobieren! Ausprobieren! Und so ist er denn gestorben. Ja, deswegen leben Männer nicht länger als Frauen. Ich habe eine Schatzkarte gefunden von Taylor. Taylor Schatzkarte. Ja. Lieber Überlebender, wenn du diese Notiz liest, dann werde ich wohl, dann ist wohl das Schlimmste eingetreten und ich bin wahrscheinlich tot. Aber da ich nicht möchte, dass niemand etwas von meinen Vorräten hat, sollst du eines meiner Verstecke aufsuchen. Ich habe den Standort auf der Karte markiert. Viel Glück. Wenn ich das annehme, ist meine Quest vom Händler denn im Eimer, weil ich habe die ja schon fertig eigentlich. Ich nehme mal die Karte nur mit. Okay.
Dann kann ich ja nochmal in die Minisafe gucken. War der Minisafe hier vorne, ne? Da. Der hat auch nicht ganz so viel HP, der hat nur 2500 HP. Aber mit. Geht doch noch. Mönje, den Hammer vom Tor. Geht das doch ratzfatz auf. Cool, wenn ich den, den Dings abbaue hier, den Safe, dann kriege ich Messing. Siehst du? Das ist ja gar. Ach nee, gar nicht. Ich habe ja. Auch immer. Nee, Bullshit. Ich krieg gar nichts. Ich habe einen Heizkörper in meiner Tasche zerlegt. Entschuldigung. Für mehr falsche Informationen, folgt meiner Telegram-Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Jasmin, bist du eigentlich schon in meiner WhatsApp-Gruppe? Die 25 Wege zum Erfolg? Aha, sieht man ja, wie es geklappt hat. Ich habe keinen Platz in meiner Tasche. Aber ich könnte hier zwei Wasser trinken. So, dann kann ich das nochmal mitnehmen. Scheiß Fernsehen. Dieser neumodische Kram, den brauche ich nicht. Wir sind gerade Sandklumpen, Lehmklumpen im Kopf. Hast du zu großzügig gebuddelt? Ist über dir eingestürzt? Ein bisschen, ja. Soll ich erst den Bohrhammer machen, damit du, ja. Ja, ne? Dann kannst du schneller buddeln. Level up. Oder erst den Betonmischer, damit wir die Basis anfangen können zu betonieren. Ja, dann den Betonmischer, ne? Erstmal wichtiger. Ja. Dann würde ich mich einmal auf den Weg zurückbegeben. Mach mal. Und einen Betonmischer. Nee, gar nicht. Ich habe noch Platz im Inventar. Ich habe ja ein Moped. Wie viel Platz hat denn der eigentlich? Mini-Motorrad. Ja, das kann man mal machen. Kann man mal. Das kann man mal, ne? So, erstmal die Sachen, die wir nicht so häufig finden werden. Mein Fahrrad kann ich da auch. Ah, dass ich das überhaupt mitgenommen habe. Was werde ich denn noch nicht so häufig finden, Jasmin? Obwohl, ich könnte den ja einmal heile machen. Dann kommen die weg. Dann könnte ich das einmal heile machen. Das kann weg. So, das reicht erstmal. Auf zu neuen Abenteuern! Aber erst in der nächsten Folge. Schon wieder. Ist schon wieder soweit. Oh, die Zeit ging aber schnell rum. Ja. Hast du gut gequatscht? Ja, hab ich gut gebrabbelt, ne? Ich wette, wir sind immer lautlos, wenn wir laufen. So, ihr seid aber morgen wieder mit dabei. Dann gehen wir weiter auf große Jagd nach großen Abenteuern. Auf zu nächsten Abenteuern. Jedenfalls schaltet morgen wieder mit ein. Wir würden uns freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.